Hallo hier bei Westwetter. In diesem Video schauen wir mal auf das Wetter in den kommenden Tagen. Am Anfang möchte ich aber noch mal eben über den Sturm berichten. Wir gucken als allererstes mal auf die Windböen vom gestrigen Sonntag. Und da schauen wir dann jetzt mal drauf und können gut sehen. Die höchste Windgeschwindigkeit hatten wir auf dem Brocken mit 138,2 Stundenkilometern. Das ist volle Orkanstärke. Sonst hatten wir noch in Aachen 98 und in Düsseldorf in NRW auch in Tiefenlagen um die 86 km/h, die es dann da gegeben hat. Momentan ist es noch recht windig im Süden von Deutschland. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Wir fangen an mit der Wetterlage. Die Wetterlage, die uns dann am heutigen Montag beschäftigen wird, sieht wie folgt aus. Wir haben ein Tief, das abzieht, und dann noch ein Tief, das Richtung Freitag kommen wird. Dann zwischen dem Tief und dem Hoch auf dem Atlantik kommt mildere Luft. Das hochdruckartige Wetter wird uns dann erstmal bis Freitag beschäftigen, bevor dann am Freitag erneut ödenkalte Luft kommt mit erneuten Schnee, Schneeringen und Graupelschauern und teilweise auch Gewittern bis ins Flachland. Das Wetter am heutigen Montag sieht wie folgt aus. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Vormittag kann es auch noch einzelne Schneeschauer geben, teils bis weit runter. Am Nachmittag werden die Schauer immer seltener, ziehen dann ab und es wird immer freundlicher. Die Temperaturen liegen bei 1 Grad in den höheren Lagen, sonst bei 5 bis 7, entlang des Rheins teilweise aber auch 8 Grad. Das Wetter am Dienstag, ja, wird sehr trüb werden. Da kommt nämlich eine Warmfront an. Dünster, mildere Luft bringt teilweise aber auch Nieselregen. Also so richtiges Schmuddelwetter, was dann da auf uns zukommen wird. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad in den höheren Lagen und sonst zwischen 9 und 10. Eventuell sind auch 11 Grad möglich am Dienstag hinter der Warmfront. Der Mittwoch wird wieder eine Spur freundlicher mit ein paar Sonnenaugenblicken, also generell wechselnde Bewölkung mit zwischendurch mal Sonnenschein. Und die Temperaturen machen einen deutlichen Satz nach oben. So erreichen wir dann zwischen 10 und 13 Grad entlang des Rheins, sonst meist 9 bis 10 Grad. Das ist vor allem in der Osthälfte von NRWs der Fall. Dann noch zum Schluss der Donnerstag. Der wird wieder ein bisschen kühler. Dort konnte nämlich schon die Höhenkaltluft noch nicht ankommen. Aber die Erkühlung oder die Verkühlung von NRW würde dann es geben. So würden wir nur noch 6 bis 9 Grad, eventuell noch einmal die 10 oder zweistellige Marken, würden wir nur noch selten dann erreichen. So erreichen wir dann zwischen 6 und 9 Grad. Und es könnte immer wieder fieseln. Also, es würde ein richtig trüber Tag werden. Dann jetzt zum Abschluss die Essentials. Erstmal für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Da sehen wir jetzt den Absturz, den es gestern gegeben hat. Dann geht es wieder bergauf und dann geht es wieder bergab. Das ist die Abkühlung am Donnerstag, Freitag und am Samstag. Dort könnte es, wie gesagt, am Anfang des Videos schon bis ins Flachland Schnee geben. Also Schneeschauer, das ist eher der Fall wie jetzt am gestrigen Sonntag. Danach sind Ausreißer nach oben, nur dabei nach unten ist wenig zu tun. Dann die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Ja, ist jetzt auch wieder der Wärmeberg Mitte der Woche mit diesen 13, 14 Grad. Dann geht es bergab und dann geht es dann wieder leicht bergauf. Und dann bleiben wir meist bei 0 bis 10 Grad in diesem Bereich, manchmal auch drüber. Sonst müssen wir uns das alles mit den höheren Werten in den nächsten Videos ein bisschen genauer anschauen. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eventuell heute Nachmittag noch ein Update oder mal eine Prognose für den Sommer nochmal. Macht's gut. Bis dann und ciao.